Moin Moin und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage zu einem, ja, wie ihr es ja schon im Titel gesehen habt, zu einer Thematik, die ich mal beleuchten möchte, weil mich würde es mal interessieren, wie das euch so geht. Also bei mir kristallisiert sich definitiv Verschwörungstheorie an. Hashtag alle sind gegen mich. Bei mir kristallisiert sich irgendwie raus, ich habe absolut epische Runden. Gerade bei der Arti fällt es mir so enorm auf, weil man meiner Meinung nach beim Arti-Fahren nicht so viel können muss. Beim Arti-Fahren muss man folgende Sachen können. Du musst wissen, wo du stehst. Essentiell beim Arti-Fahren. Und das ist auch skillrelevant. Ja? Also da stellt sich meiner Meinung nach der Skill der guten Arti-Fahrer. Dort scheidet sich die Spreu vom Weizen sozusagen. Skillrelevant ist, wo stehst du, wo fährst du, wo ziehst du dich zurück, wie bewegt sich der Gegner. Das ist es dann schon. Mit den ganzen Hilfsmitteln wie Entschuldigung, wie G-Taste und diesem ganzen Krempel, die, nein, sie sind nicht verboten. Also regt euch gleich wieder ab. Mit diesen ganzen Hilfsmitteln ist nämlich das Zielen, sage ich mal, relativ einfach und da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Insofern ist es schon irgendwie merkwürdig, jetzt kommen wir zurück zur Thematik, Verschwörungstheorie erneut an, dass ich glaube, dass irgendwie so eine RNG-Berechnung in dem Game ist und dass ich fest daran glaube, wenn du solche Games hast, wo du gleich am Anfang die unmöglichen Sachen möglich machen kannst, dann wirst du ein total episches Gefecht haben. Hilfe. Und dann gibt's Runden, da triffst du einfach gar nichts. Gar nichts. Und irgendwie, das bleibt dann auch so. Und da brauchst du dann eigentlich ganz gleich Alter 4 machen, weil das wird sich, naja. Insofern, das war mal hier eine Runde, die ich nutzen wollte, um euch meinen Weg zur 10er Arti weiter zu dokumentieren. Nämlich mit der wunderschönen 212a, der Russen-Arti, die nicht wunderschön ist. Es ist ein riesen Koffer, ein umgekippter Kühlschrank. Aber sie hat, Mobilität ist so, naja, aber sie hat halt eine ganz geile Gun, wie ich finde. Denn die ist trotz der Anzeige 074 hier, ihr seht's, ist die unglaublich präzise. Ich kann mich da echt nicht beschweren. Also bis auf die epischen Games, wo es halt alles nicht funktioniert. Zurückzukommen. Arti. Ihr seht, was ich geskillt habe. Das ist irgendeine Mannschaft, die hat auch überhaupt von den Skills, die sie hat, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob da irgendwas überhaupt Arti-relevant ist, außer Brothers in Arms und Lüftung, sage ich mal, wenn es geht. Also, ich weiß gar nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ruhe Hand. Ruhe Hand ist ja eigentlich nur bei einer Turmdrehung relevant. Bei der Wanddrehung ja eigentlich nicht. Ich habe das damals mal geskillt, aber wie gesagt, Skills bei einer Arti, ja, könnt ihr relativ, meiner Meinung nach, relativ vernachlässigen, weil da kommt es drauf an, auf die Brothers in Arms, da kommt es drauf an und die Lüftung. Und ich fahre die mit Zusatzgütern, weil Arti ist halt schon schnell nachladen, besser einzielen, besser treffen, das ist schon meiner Meinung nach die Zusatzgüter werden. Wenn man eine relativ gute Runde hat, dann kommt man hier auch mit plus minus null raus mit Zusatzrationen, selbst wenn man sie nicht auf Vorrat kauft. Jo, aber verschwinden wir mal ins Game rein und dann schauen wir weiter. Bis gleich. Da sind wir in Game, wollte ich sagen. Ja, das war isländisch wahrscheinlich. Mit dem Pierre zusammen, der im Light fährt und da versucht, irgendwie Spotty-Karotti zu machen. Ja, Malinowka. Eine dankbare Karte für Artis, finde ich, weil so ziemlich alles frei einschießbar ist und deswegen muss man auch gar nicht so viel Gewese machen, wo steht man hier, wo fährt man, was tut man. Was natürlich wichtig ist, wenn hier ein Scout steht, ja, hier oder hier, guckt mal auf die Minimap, da gibt es auch noch den Scout-Busch, wo man sich reinstellen kann, also praktisch hier vorne, guckt mal jetzt auf die normale Map, also hier vorne in diesen Busch. Oder wenn man frech ist und das Team das zulässt vom Gegner und keines, muss man aber taktisch gut schlau wählen, dort in den Busch.
kann man sozusagen einmal in der Base Leute aufspotten, dann gibt es den großen Train hier oben auf dem Berg und dann gibt es die Leute, die unten übers Wasser kommen. Und mehr ist da eigentlich nicht. Und da hier unten, T49 ist ein guter T49, habe ich gedacht, da wage ich mal einen Blindschuss drauf, weil das ist schon oft so, auch wenn die Leute wissen, dass man dort ganz oft irgendwie erschossen wird, wenn man in diesem Busch hockt, weil die Leute dort blind drauf schossen, ist es halt eben trotzdem so, dass dort ganz oft welche drinstehen. Insofern mache ich, wenn ich noch keine anderen Ziele habe, schieße ich durchaus drauf. So, T69 ist einfach mega beschissen, wenn dieser T69 da weiterkommt. Guckt mal auf die Minimap. Wenn der hier weiterkommt, ist sozusagen Pierre offen und macht er hier permanent unser Team auf, was überhaupt gar nicht gut ist und was man eigentlich tunlichst verhindern sollte, dass die Jungs da runterkommen, was aber natürlich auch nicht immer geht, weil wenn die da einmal hängen an dieser Schräge, dort wo der jetzt sozusagen ist, dann ja, dann sitzen die dort. Was gibt's noch zum Artifahren zu sagen, was ich immer merke? Ich bin ja jetzt nicht so der mega geskillte Arti-Player und habe jetzt auch nicht 500.000 Runden auf der Arti, aber ich merke immer mehr, Artis, lasst euch Zeit. Bitch, what? Also ich meine, das war das Erste. Lasst euch Zeit, damit ihr den Gegner vernünftig trefft. Oft übereilt man einen Arti-Schuss und dann ist der Gegner noch nicht richtig hingeruckelt. Oder er geht zu und du denkst so, ja, ich schieße jetzt lieber blind, anstatt da. Nee, lasst euch wirklich Zeit. Es spielt keine Rolle. So wie ich halt wirklich gucken, wann ist der Ferdi da? Gut, so, Thema Ferdi. Ferdi. Was war das denn bitte? Die hinterste Ecke vom Ferdi und dann in One-Shot penetriert. Der hätte eigentlich nicht. Eigentlich hätte der gar nicht treffen dürfen. Das war. Also es war schon wieder RNG lächerlich. Aber nach dem Ferdi war mir klar, alles klar. Hier wird jeder Schuss treffen, hier wird alles funktionieren, das wird eine gute Runde. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja Quatsch, vielleicht ist es Einbildung, aber bei mir verhält sich das auf jeden Fall so. So, was, wieso habe ich auf den Tierfin 30 oder was das war, dort unten geschossen? Meiner Meinung nach ist das extrem wichtig und ich sehe auch mein Team. Ich sehe mein Team, wie es hier, guckt mal auf den normalen Bildschirm, wie es hier sozusagen unten fährt. Und ein Team, was hier unten fährt und gleich einen Gegner hat, der ihnen direkt vorfährt, das ist ausgesprochen ungünstig. Und wie wir es jetzt hier sehen, das Team dort oben, also es gibt ja zwei Wege, wie du diesen Berg, wie du diesen. Kommen wir jetzt da hin? Ne, da kommen wir jetzt nicht hin. Da müssen wir warten, bis ich da wieder in Zoom reingehe. Es gibt zwei Wege, wie du diesen Berg dort bekämpfen kannst. Das ist. Warte mal, mach mal kurz Stopp. Es gibt den hintersten, da kriechst du hinten am Maprand lang, weil du am meisten Cover hier hinten zu denen, die dort oben fahren hast. Und dann gibt es den zweiten, hier vorne lang zu fahren, den vorderen Weg. Und mein Ansinnen war es jetzt, den vorderen Weg sozusagen zu klären, weil unser Team natürlich durch die Tanks, die dort dem vorderen Weg langfahren, nicht die hier oben flanken kann. Ne? Also wenn hier JP oder beziehungsweise T34 da oben nicht steht, dann ist das sehr viel besser möglich. So, jetzt ist die nächste Entscheidung eigentlich. Eigentlich ist mir dann immer danach irgendwie die besten Spieler rauszunehmen, weil der blaue Spieler, der dort oben war, ist natürlich die größte Gefahr für unser Team. Denn ich sag's mal ganz ehrlich, so wie es ist, wir sehen, mit dem unteren JP kommen die Jungs klar. Die oberen sind halt irgendwie einfach da auch Hulldown. Das ist hässlich da oben. Das ist absolut hässlich. Ich nehme natürlich die Tanks raus, die, also ein JP macht zwar viel Schaden, ist aber, sage ich mal, nicht so mördergefährlich, weil er halt eben nur alle Jubeljahre schießt. Und der, klar, er macht viel Schaden, aber ein E3 zum Beispiel, bei dem E3 kommst du von vorne irgendwie erst recht überhaupt gar nicht und sowieso. Und schwierig. Ich würde von meinem
Gefühl her ist ein E3 viel schwieriger zu bekämpfen als ein JP. Denn JP hat diesen elendlichen Weakspot oben drauf, den triffst du eigentlich fast bei jedem Mal. Ein JP hat, dem kannst du mit Gold durch den Aufbau zimmern. Also, kommt drauf, immer drauf an, welchen Tank du hast. Aber ich finde, ein E3 ist das viel gruseligere Ziel. Also, schöne Hits, ne? Bin übrigens schon auf 5.100 Schaden sichtbar. Und das Spiel hat mir bis dahin schon richtig viel Spaß gemacht. Aber es ist halt, wie gesagt, seht zu, wo ihr als Arti eurem Team am meisten helfen könnt. Seht natürlich auch zu, wo sie stehen, Tanks vielleicht mit der Seite zu euch oder mit dem Heck zu euch, weil natürlich ein JP EN100 von vorne, von alles trifft heute, einen JP von vorne zu bekämpfen in seiner Monsterpanzerung oder ein E3 ist natürlich viel, viel sinnloser vom Schadensoutput, den ihr kriegen werdet, als zum Beispiel einen Franzosen von der Seite, von hinten oder ein E3 von hinten ins Maschinendeck. Ne? Also da muss man, das muss man als Arti-Spieler halt irgendwie mit der Zeit spitz kriegen, wo steht wer, in welchem Winkel zu mir und das ist es dann eigentlich auch schon. Mein nächstes Resümee beim Arti-Spielen wollte ich jetzt sagen, mein nächstes Resümee. Achso, was ich euch noch raten würde, habt ihr viele, also ich bin ja ein Verfechter von XVM, ich sehe halt ganz gerne, wie der Gegner geskillt ist, damit ich mir überlegen kann, was wird er wohl tun. Ein blauer, lilaner Spieler wird keine, ich sag einfach mal, wie es ist. Hier war übrigens meine Glückssträhne abgerissen. Uneingeaimt habe ich doch glatt an der Suche vorbeigeschossen. Na gut, uneingeaimt sollte man natürlich auch nicht tun. Also, ein lilaner, ein blauer Spieler, die machen natürlich andere Moves als ein Spieler, der noch nicht so viel Erfahrung im Game hat. So drücke ich es mal aus. Ein orangener Spieler, der wird halt einfach der wird strategisch es nicht so auf dem Kasten haben, wie halt. Und deswegen sind seine Bewegungen anders. Und deswegen ist es mir möglich, lilane Spieler anders vorzuberechnen als gelbe Spieler oder rote Spieler. Ja, eine kleine Arti-Kunde von mir, aber jetzt nicht irgendwie, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern einfach so, wie ich die Arti spiele. Ich bewege mich auch danach, nach dem Schießen. Ich bewege mich extrem danach beim Schießen, wenn ich rote und gelbe Spieler in der Arti sitzen habe beim Gegner, weil ich weiß, dass die teilweise drauf scheißen, was das Spielgeschehen ist und nur gucken, dass sie countern. Also das macht ein guter Arti-Spieler nicht. Ein guter Arti-Spieler countert nur, wenn er gerade keine anderen Ziele hat, weil du hilfst damit ja deinem Team nicht unbedingt. Ja, also eine Arti, klar, ist schon gefährlich, aber wenn es lauter Ziele gibt, die du beschießen kannst und dein Team benötigt dich auf dem Schlachtfeld, dann counterst du keine Artis. Also, bewegt euch, um Teufel komm raus, wenn ihr braune, rote und teilweise auch gelbe Arti-Spieler habt. Wenn ich lilane und blaue Arti-Spieler, grüne Arti-Spieler im Gegnerteam habe, bewege ich mich manchmal nicht, weil ich weiß, die machen Sinn. Dann gucke ich mir das Spielfeld an, okay, sind zig Tanks drauf, die gerade treffbar sind von der Gegner-Arti, eigenes Team ist offen, dann wird die nicht countern. Das ist unlogisch. Macht ein guter Spieler nicht. So, Teamauswertung schauen wir uns natürlich auch noch an. Bis gleich. After Game Stats. Ja, bei sowas kommt dann unter anderem auch mal ein Master bei raus. Sehr schön, habe ich mich gefreut. Finde es immer ganz cool, wenn man irgendwas durchlevelt und einen Master geschafft hat. Das ist immer so eigentlich mein primäres Ziel, aber es klappt nicht immer. Die Gores Medal finde ich auch sehr geil. Naja gut, bei dem Schaden, der nämlich bei rumgekommen ist, 6-6, da war noch ein bisschen blind was gesplasht und mit dabei. Wartet mal. Das heißt, eigentlich. Nee, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich den Blindschaden gemacht habe. Am Anfang auf den Type 61 vielleicht? Type 61?
Type 61? Ich glaube ja. Das muss am Anfang auf den Type 61 gewesen sein. Ginga! Ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher, aber auf den Type 61 habe ich ja, glaube ich, nicht geschossen. Ich müsste mir jetzt das Replay mal angucken. Aber ich glaube, das ist der Beleg dazu hier, dieser Beleg, dass Schießen auf dem blinden Busch dort nicht das Dümmste ist. Nicht das Dümmste. Ja, du machst bei so einer Runde natürlich auch noch Plus, trotz Premium-Gütern, die du mit 20.000 berappen musst. Also insofern, ja, Artifahren macht zuweilen mal Spaß, muss ich sagen. Besonders, wenn so eine Runden bei rumkommt. Aber ich bin jetzt nicht so der fette Arti-Player, aber ich finde, so eine 10er Arti sollte man in der Garage haben, die Spaß macht. Und muss ganz ehrlich sagen, T92 habe ich auch durchgelevelt, die hat mir keinen Spaß gemacht, weil die so ultra unpräzise war. Also die war wirklich unpräzise, like fuck. Das war wirklich nicht mehr schön. Und das ist mit der 10er Arti der Russen schon besser, weil die sehr präzise ist. Vielleicht ist das eher mein Ding. Kann man auch mal mit der AP spielen, ist man vielseitiger. Die ist schnell im Verlegen. Alles gut. Jo, demnächst. Ha, ich bin auch durch mit dem 111er. Da kommt der 113er. Und das kommt dann auch wieder. So, nächsten Freitag bin ich auch wieder arbeiten. Das heißt, dann gibt es auch einen Vlog, weil das war jetzt alles so ein bisschen durch Urlaub und all so eine Geschichten aus den Angeln gehoben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Piss off, wollten wir immer sagen. Piss off. Peace, piss off.